Ja, meine Freunde, es ist soweit Saisonstart in Irlands zweithöchster Spielklasse. Wir stehen also vor unserem Pflichtspieldebüt als Finn Harps Trainer und haben eine Aufgabe, die lösbar sein sollte. Zumindest sagen das die Quoten. Wenn wir da so reinschauen, sehen wir eine Zweierquote, während die Gegner Cabin Zili eine 3,2er-Quote haben. Ja, komplett neue Aufgabe für uns jetzt und zum ersten Mal wird's richtig ernst. Blicken wir noch kurz auf die Saisonvorbereitung. Da sehen wir, dass wir eigentlich gegen den starken FC Dundalk sehr gut gespielt haben, mitgehalten haben, leider knapp 0-1 verloren haben. Mit den schwächeren Gegnern hatten wir keine Probleme. Und mit den Gegnern, die durchaus fordernd waren, da muss man auch sagen, die haben wir beide besiegt. Also grundsätzlich war das eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Jetzt haben wir also einen Gegner, ja, wo es zum ersten Mal im Pflichtspiel zur Sache geht und danach auch den Transferschluss in dem Part. Und ich glaube, Länderspielpause. Ich muss mal da schauen. Wir haben natürlich keine Länderspiele. Also keine Nationalspieler hier. Ja, bis 22. ist tatsächlich Pause. Da ist die Frage, ob man nicht in der Zwischenzeit noch ein Spiel machen sollten. Aber ich glaube, ich werde es belassen. Hat die Reserve vielleicht ein Spiel, dass man da einfach irgendwen verfügbar machen können? Das würde mir eigentlich schon reichen. Eventuell die hier eine Woche vorher. Gegen irgendeinen Verein aus der Region, ganz egal. Perfekt, dann können wir nämlich alle anderen verfügbar machen, die heute nicht spielen werden oder in dem Part nicht spielen werden. Dean Walsh werden wir kritisieren, der hat nicht gut trainiert, unser eigentlich Ersatzstürmer. Fitzgerald, das junge Sturmtalent, trainiert sehr, sehr gut. Den haben wir momentan leider mo noch erfolglos auf der Leihliste. Hoffe, dass wir den irgendwie wegbekommen noch. Generell müssen wir schauen, an dem Tag, an dem das Transferfenster schließt, dass wir vielleicht noch einige anbieten oder so. Grundsätzlich ist unser Programm ja ziemlich abgeschlossen. Ich meine, wir haben jetzt den Baba bestätigt. Der könnte sogar notgedrungen rechts hinten spielen, aber den sehe ich eigentlich eher im Zentrum als Ergänzungsspieler. Ja, so von der Aufstellung her sind wir eigentlich nicht so schlecht aufgestellt. Also ich bin eigentlich halbwegs zufrieden. Da haben wir noch einen zum Probetraining. Er ist leider viel zu langsam, sonst wäre er gar nicht so uninteressant, glaube ich. Und wir sehen, wir haben irrsinnig viele auf der Leihliste. Wir haben auch viele, die hier vertragslos sind, was aber grundsätzlich egal ist, weil da zahlt man nur, wenn wir sie auch wirklich einsetzen. So, genug gequatscht. Es wird Zeit. Schauen wir noch vorher kurz auf die Aufstellung. Also hier ist eigentlich alles klar. McNicholas bekommt den Vorzug gegenüber Power. Clifford und Knowles, also mit Clifford setzt man halt viel auf Erfahrung im zentralen Mittelfeld, mit Knowles dann eigentlich auch. McGreevy links außen, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, lädt gerade nicht da. Sam McGreevy, sehr gutes junges Talent. Und rechts außen haben wir den Galvin, Corey Galvin. Da ist nur die Frage, ob wir dann oder wen wir dann noch. Timlin ist noch nicht fit, okay. Den könnte man nächste Partie dann mitnehmen, wahrscheinlich, weil auf den würde ich mich schon sehr, sehr freuen. Ja, und ich würde auch sagen, wir werden dann da ein bisschen aufräumen. Also wir werden dann, glaube ich, die Vertraglosen können wir quasi so als Tribünenspieler da lassen, aber alle Jungen, die nicht wirklich die Chance haben zu spielen, die werden wir nach unten schieben. So, Knowles bekommt die 8, Clifford die 18, Knowles wollte ich eigentlich die 8 geben, nicht Jennings. James Jennings, wer bist du? Achso, das ist unser neuer Stürmer. Sorry, mein Fehler. Natürlich die neuen Namen noch nicht gemerkt. Und dann die 17 für Baba. Boah, ich bin so nervös, wirklich. Ich möchte, dass wir wirklich gut starten. Und ja, natürlich gleich mit 3 Punkten starten. Und dass das nicht einfach wird, ist auch klar. Jetzt liegt es an euch. Gutes Spiel. Ich erwarte mir von der Verteidigung eine solide Leistung. Ich erwarte mir, dass die im Mittelfeld die Oberhand haben. Und der Stürmer soll befreit aufspielen. Hat super funktioniert, die Jungs sind heiß. Da kann nichts mehr schief gehen. Clifford mit dem langen Pass auf Jennings, boah, der war interessant. Nennen wir es interessant. Also wir haben anscheinend einen direkten Aufsteiger in der Liga und dann gibt es noch Relegation. Und da ist das 1-0. Connor Clifford, kein Abseits. Vierte Minute das 1-0. Super Geschichte. Clifford auch gerade erst zu uns gewechselt, nach Vorlage von Knowles, der gerade erst zu uns gewechselt ist. Also beide
zentralen Mittelfeldspieler hier beim Tor. Knowles gleich mit seinem ersten Assist und wir führen. Natürlich ein sensationeller Start. Ich hoffe, wir können nachlegen. Das würde mich schon mal extrem beruhigen und meine Nervosität ein bisschen runterbringen. Dominic Nichols. Wir sehen hier. Wir haben gesehen, dass die uns ziemlich gut zugestellt haben. Also die haben nah, die sind nah rangerückt, deswegen blieb uns nur der lange Pass. Das ist dieses Tor war dann kurz im Abspiel hindern. Es tut uns natürlich nicht gut, wenn wir versuchen, das Spiel von hinten aufzubauen, aber ist trotzdem gut gegangen. Galvin verliert den Ball. Gegenpressing, nicht erfolgreich. Aber wir haben ihn schon wieder. Ja, fußballerisch sieht es ähnlich schlecht aus wie in Nordirland. Da ist, glaube ich, nicht viel besser oder schlechter. Clifford, Jennings. Oh, kein schlechter Versuch. Und der ging plötzlich nach unten. Unheimlich. So, Norris. Aber kein Problem für den Torhüter King, der den Ball dann einfach gleich in Seitenhaut schlägt. Ach, ich mag den Level, den wir da sind. Solange wir führen, ist mir das vollkommen egal, wie viel Slapstick wir hier dabei haben. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Gorman. Da sehen wir gerade rechts hinten nicht gut aus. Hayes viel zu passiv. McNichols geht auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, ob der nicht nebengegangen wäre, aber schon eine gefährliche Aktion. Und da auf jeden Fall sehr gut gemacht von McNichols, der da gut in der Luft war. Oh, Birmingham. Langer Pass auf Jennings hat nicht funktioniert. Vielleicht jetzt die Chance. Clifford hat Platz. Und versucht es einfach mal. Außennetz. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht der Versuch. Also der Gegner kommt ein bisschen besser ins Spiel. Sie haben zumindest ein paar Torchancen jetzt. Bei uns tut sich wenig vorne. Wie kam der denn da durch? Handgefährlich plötzlich. Vielleicht jetzt wieder die Chance Knowles. Vielleicht sollte man das Standards herausholen, ranmachen, weil ich glaube, Knowles schlägt doch wirklich perfekte Freistöße. 13 ist, glaube ich, für die Liga auf jeden Fall ein ganz guter Wert. Könnte man uns überlegen. Gut von Ashcroft, Clifford mit dem versuchten Seitenwechsel. McGreevy hat ihn noch. Und Jennings. Kein Problem für King. So, also wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen aber auf jeden Fall aufpassen, dass wir da nicht kassieren. Also würde ich eben sagen, dass sie aufpassen sollen. Die Frage ist, was machen wir mit der Offensive? Also generell sind wir hauptsächlich über die Standardsituationen gefährlich geworden. Ich würde sagen, wir nehmen variable Flanken, weil jetzt haben wir ja einen größeren Stürmer. Das Standards herausholen ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Jetzt ist die Frage, Hayes ist generell nicht so langsam. Der kann rechts durchaus hinterlaufen, hätte ich gesagt. Dann bin ich am Überlegen, ob ich den Corey Galvin rausnehmen soll. Ich könnte, wenn dann, aber nur O'Donnell bringen und der ist auch Rechtsfuß, oder? Ja, dann bringt das nichts. Wenn wir da jetzt einen Linksfuß hätten, dann könnte der schön nach innen ziehen, außer wir könnten die beiden tauschen, eventuell. Da ist halt nur die Frage, die können das beide nicht so wirklich. Die können halt echt nicht flanken. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das hatten wir ja anfangs geplant. Er macht es auf der Seite wenigstens ganz gut, schauen wir mal. Aber dann haben wir vielleicht im Zentrum auch ein paar Anspielstationen mehr. Und dann auch mehr Platz, zumindest rechts, für den hinterlaufenden Hayes. Und den Dean Walsh könnte man theoretisch auch vorne reinbringen. Statt Jennings, der wird schon langsam ein bisschen müde. So, Dylan Hayes hat gerade eine gelbe Karte kassiert. Aufpassen auf den Konter, Jungs.
Jetzt bin ich nervös. Sagen wir ihm mal, er soll aufpassen. Dann schauen wir, was aus dem Konter hier wird. Hayes, McGreevy versucht noch im Laufteil ranzukommen, gelingt nicht, aber der Abschluss zum Glück harmlos. Haben sie uns gut ausgekontert. Was sind denn eigentlich die Gegner so? Ja, nicht so schlecht eigentlich. Phasenweise. Clifford, Calvin, Birmingham hätte da jetzt Platz. Calvin macht das alleine, was natürlich wieder die falsche Entscheidung war. Und jetzt ist er angeschlagen auch noch. Also der Typ nervt heute ein bisschen. So, heute geht auf Nummer sicher. So, vielleicht jetzt die Chance Knowles. Langer Pass auf Jennings. Jennings setzt sich gut durch im 1 gegen 1. Versuch des Abschlusses aus der zweiten Reihe nicht wirklich erfolgreich. So, was hat Corey Galvin? Eine mögliche Oberschenkelverletzung. Es hilft eh nichts. Ich muss dann rechts eigentlich O'Donnell bringen. Die Frage ist, was kann der auf dem Flügel? Ja, eh hauptsächlich Flügelspieler spielen. Er ist wenigstens schnell. Das muss man lobenswert anerkennen. Ich hätte echt gerne einen 2-0, Jungs. Knowles, komm. Spielt den Ball raus. Da ist Hayes die ganze Zeit. Der ist komplett frei. Endlich kommt der Pass. Endlich kommt der Pass. Boah, war das schön gespielt. Jennings mit dem ersten Saisontor. Im ersten Spiel. Hayes mit dem Assist. Das war wirklich eine schöne Kombination. Wir haben mit der Formation eigentlich alles nach innen gezogen hier. Ihr seht, die sind hier komplett innen. Dementsprechend hat Hayes dann viel, viel Platz. Ashcroft mit dem Pass raus. Und dass Hayes den direkt nimmt, ist halt auch sensationell. Aber wenn er ihn annimmt, dann ist Jennings wahrscheinlich mal Zeit, weil der schon früher gestartet. Also, alles gut gegangen soweit. Sehr, sehr schön. Boah, Ashcroft, was ist das für ein Pass? Eieieiei. Ecke wird geklärt. O'Donnell, hat er da jetzt Platz für einen Konter? Was war das? Geklärt gerade einfach nur. Nein, so. Für Jennings bringe ich jetzt den Walsh vorne rein. Was kann der sonst noch? Er kann besser Knipser spielen. Kann er von mir aus auch, ist mir egal. McNicholas hat da jetzt natürlich Zeit. Der lange Pass war unnötig, aber wir haben ihn wieder. Knowles. Was macht Beyoncé? Pass zurück. Auch da wieder Anspielstationen außen suchen. Clifford versucht und das ist ein Traumtor. 3-0. Perfekt, damit sind wir, denke ich, mal durch. Dann würde ich sagen, bringe ich den O'Brien noch für Clifford. Ich finde, der kann sich seinen Applaus abholen. Ich nehme O'Brien jetzt aber, glaube ich, nehme ihn einfach als zentraler Mittelfeldspieler. Das ist dieses junge Mittelfeldtalent, an dem ja einige Erstligavereine dran sind. Er soll ruhig ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Und Clifford darf sich auf jeden Fall den Applaus abholen, den hat er sich auch wirklich verdient. Schöner Abschluss. Sehr überlegt und damit das 3-0. Together United wird anscheinend auch ein heftiger Gegner um unseren Aufstieg. Und Limerick, das werden die großen Konkurrenten wahrscheinlich. Ja, McNicholas macht das gut, Birmingham kommt da nicht nach. Müsste da aber auch vorsichtig sein im Zweikampf, weil er den irgendwie blöd erwischt und ist Elfmeter. Gut links raus. Das ist nicht schlecht gespielt, aber Walsh ist zu klein. Wieder schön gelöst. O'Donnell, Pressing, Pressing. Ja, schade.
Ja, Nicholas auch gefährlich. Aber er macht es gut. Also ich glaube, mit der Mannschaft bin ich jetzt mal ganz optimistisch, dass wir nicht so schlecht abliefern. Die Frage ist halt einfach, auf welchen Positionen brauchen wir jetzt wirklich noch was? Das müssen wir uns jetzt noch anschauen. Sehr sensationell auf jeden Fall so ein Saisonstart. Also da haben wir uns jetzt gut vorgestellt in Irland, gut vorgestellt bei Finn Harps. Da hat übrigens auch jemand geschrieben, ich soll mein Trainerprofil nochmal herzeigen. Ich habe das, weiß nicht, ob ich es in den letzten paar Zeit im Kommentar schon gemacht habe, aber da ich ja momentan am Vorproduzieren bin, konnte ich es noch nicht, deswegen machen wir das jetzt noch kurz. So, der fällt bis zu 2 Wochen aus. Zum Glück ist gerade Länderspielpause. So, jetzt schauen wir nur kurz noch auf mein Profil. Hat sich das Ansehen eigentlich verändert dadurch? Ich glaube, ich noch immer auf 10%, ja. Immer schlecht, also. Für den, der das sehen wollte. So. Gut. Was brauchen wir noch? Wir könnten durchaus dieses Kadertiefe Planungstool nehmen. Ich finde das ja ganz cool. Torwartposition ist okay. Also schaut jetzt da ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Ersatz-Innenverteidiger dürfen wir wirklich nicht vergessen, dass wir dort Ashcroft zurückziehen können. Das ist echt keine schlechte Idee. Also der kann dort durchaus aushelfen. Wir haben dann ganz hinten dieses Talent. Der ist zumindest von den defensiven Werten Deckung und Tackling nicht so schlecht. Er ist leider echt nicht der Schnellste. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Und dann haben wir noch den Byron. Der ist ein größeres Talent, aber der ist jetzt bei den derzeitigen Fähigkeiten halt noch weiter weg. Beide würde ich ehrlich gesagt in die zweite Mannschaft schieben, weil ich finde, dass die beide fast noch zu weit weg sind. Ich meine, mit Kelly kann ich ehrlich gesagt leben. Aber ich wäre nicht abgeneigt, hier noch einen Ersatz zu holen, wenn wir noch irgendwen finden. Rechts hinten Hayes, finde ich sensationell. Und dann haben wir zwei Spieler, die es können, nämlich Barber, den wir neu verpflichtet haben. Der ist nicht der Schnellste, kann auch nicht gut flanken, aber er ist zumindest defensiv gut und vor allem auch mental sehr, sehr gut. Oder wir haben den Morgan. Der ist einer der starken zentralen Mittelfeldspieler, die wir haben auf der Bank. Und ich glaube, dass auch der in Ordnung wäre. Also für die Liga wird es wahrscheinlich reichen. Dann hätten wir noch den Mulligan. Das ist ein sehr junger. Der ist halt auch wirklich weit von der ersten Mannschaft entfernt. Ich würde sogar sagen, den verschieben wir gleich in die Reserve. Tony Mulligan. Und auch da könnte Ashcroft scheinbar aushelfen, aber ich streiche ihn da jetzt mal raus. Links hinten, Birmingham. Technisch und mental sehr, sehr stark. Körperlich sehen wir es eh gerade. Dafür haben wir den O'Reilly noch links hinten. Achso, das ist eigentlich unser Innenverteidiger. Den können wir streichen. O'Reilly. Und dann haben wir links hinten den Ryan Murnaugh. Das heißt, links hinten sind wir eigentlich nach wie vor nicht gut besetzt. Also ich muss mir das jetzt aufschreiben. Wir brauchen noch einen Backup für links hinten. Was zu schreiben. So. Also einen Backup für links hinten werden wir jetzt noch suchen. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Und dann wären wir in Defensiv eigentlich ganz gut aufgestellt. Zentrales Mittelfeld, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also auf der 6 ist für mich ein Ashcroft gesetzt. Es kann dort aber sehr gut auch ein Morgan oder ein Barber spielen. Dann haben wir links O'Brien und Clifford hauptsächlich. Streicht da jetzt mal die anderen weg. Wer sind die? McGreevy, das ist für mich auch kein Zentrumsspieler. Doherty, der wäre Zentrumsspieler, aber hat eigentlich keinen Vertrag mehr bei uns. Den können wir streichen. Galvin ist für mich eigentlich auch klarer Flügelspieler und dann haben wir den O'Donnell, Patrick O'Donnell, der auch nicht so wirklich noch was kann. Gutes Talent, aber nicht mehr. Das heißt, links O'Brien, junges Talent und Clifford Erfahrung. Und dann haben wir jetzt natürlich auf der Seite den Knowles, den Morgan und den Barber. Also Barber wird so mein Backup für so ziemlich alles sein. Ich streiche ihn hier mal raus, der Übersicht halber machen wir es vielleicht so. Dann haben wir beide Positionen doppelt besetzt. So sieht es ganz nett aus, finde ich. So, Flügel wird interessanter, weil hier haben wir extrem viele Spieler. Wir haben den Corey Galvin. Guter Mann. Das ist die Frage, auf welcher Seite wir den planen werden. Er ist halt ein sehr guter nach innen ziehender Spieler. Er kann nicht unbedingt gut flanken oder passen. Dementsprechend sollten wir ihn echt eigentlich links einsetzen, nach innen ziehend. Deswegen streiche ich ihn rechts jetzt mal raus. Dann haben wir den McGreevy. Der ist auch reiner Linksfuß, ist auch sehr gut im Dribbeln.
dem sollte man das wirklich angewöhnen, das nach innen ziehen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan davon bin, aber wir müssen den, glaube ich, wirklich hier. Kann ich da niemanden mehr hinzufügen, der das kann? Ja, egal. Wir wissen es. Vivi ist rechts. Dann haben wir den Timlin. Reiner Linksfuß, der aber auch sehr gut nach innen ziehen kann, glaube ich, von den Fähigkeiten her. Guter Dribblingwert. Auf den freue ich mich auch. Dann haben wir den Jennings, den ich eigentlich nur vorne sehe. Und den Boyle. Gutes Talent, sehr schnell, kann gut flanken, ist für mich eigentlich ein klassischer Flügelspieler. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen den Timlin rechts und den McGreevy rechts. Das heißt, wir haben links Galvin und Boyle. Den Morgan können wir dann eigentlich auch rechts streichen. Dann haben wir den O'Donnell, auch ein junges Talent. Sage ich ganz ehrlich, wir sind auf den Flügeln sehr, sehr gut besetzt. Den werden wir nach unten schieben in die Reserve. Dann haben wir den Dean Walsh, der ist für mich Ersatzstürmer. Also rechts, ja, wie gesagt, den einen müssen wir jetzt uns halt vorstellen. Und vorne haben wir O'Brien, können wir streichen, und Caulfield. Den können wir, denke ich, dann generell nach Hause schicken, aber ich lasse ihn halt einfach mal im Kader. Plan holen nur nicht mit ihm. Ja, so sieht's aus. Also eigentlich sind wir jetzt nicht so schlecht aufgestellt, haben jetzt noch irgendwelche Angebote draußen. Den haben wir ein Leihangebot draußen. Das wäre ein Backup links hinten. Der hat so einen schlechten Antritt, aber der wäre komplett kostenlos. Der kann notgedrungen auf beiden Seiten spielen. Ansonsten wird es echt schwierig. Also wir haben sonst eigentlich kaum Alternativen. Wir können nur noch schauen, wie es aussieht mit den Abgelaufenen. Ob wir da noch irgendwen haben, der interessant sein könnte. Haben wir da irgendwen noch gescoutet? Danila Bogdanov, interessanter Stürmer. Ja, der hat vor allem ganz gute mentale Fähigkeiten, den könnte man gratis bekommen zum Beispiel. Auch mal natürlich nicht, weil wir im Sturm sehr gut aufgestellt sind. Gleason, der hat jetzt sogar gegen uns gespielt, ist nicht aufgefallen. Mikey Quinn, Torhüter, den haben wir, glaube ich, auch zum Probetraining gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Sean Parker, der war bei Kräuter Fürth, ist ja cool, den nehmen wir gleich zum Probetraining auf, wenn er kommen möchte. Der war auch bei Dundee United und bei Augsburg. Kann der wirklich rechts außen spielen? Kann der flanken? Wenn ja, dann würde ich ihn gerne anschauen. Was haben wir da für andere Nationalitäten eigentlich noch? Gut schauen, Lukas Struber. Nicht wirklich gut aus. Dann haben wir einen englischen Stürmer, Drew Lewis. Haben wir einen Spanier, Linksverteidiger, Sergio Lopez. Hat nicht so interessant aus. Ungarn, Finnen, ja noch ein paar Engländer. Irländer, da haben wir einen linken Verteidiger, wenn man es so nennen kann. Zentrales Mittelfeld, McNulty. Naja, die sind alle nicht so der Burner, oder? Wen haben wir da? Paul Cleary. Den können wir mal aufnehmen, weil der kann auch rechts hinten spielen. Rechts hinten sind wir eigentlich... Ja, es geht besetzt. James McGrath hat viele Spiele für Drogheda United gemacht, also das ist jetzt kein schlechtes Zeichen. Das können wir mal aufnehmen. Haben wir noch einen Innenverteidiger? Schau jetzt wirklich mal nur die durch, die keinen Verein haben, beziehungsweise von mir aus können wir noch auf die Position schauen. Wegen den Linksverteidigern. Vom Alter her hätte ich halt schon irgendwie ganz gerne einen erfahrenen Mann, der aber noch im guten Fußballalter ist. Also jetzt nicht so Birmingham erfahren, ich sage immer Sheringham. Aber schon okay. Der ist, glaube ich, auch zu langsam. Da meine Portugiesen, Dennis Gomez. Mental sehr stark, der Rest ist zum Vergessen. Jankauskas, ich liebe Litauer. Litauer? Nennt man das so? Ich finde die Namen einfach so cool. James Walker. Ich glaube, die brauchen wir alle nicht durchschauen. Das ist alles ziemlich zu vergessen. Wir können ja theoretisch mal schauen. Ich probiere es jetzt kurz und gebe mal hier ein paar Attribute an, die mir wichtig sind. Antritt, Ausdauer, Schnelligkeit, Deckung, Tackling, Flanken.
mindestens 8. Kommen tatsächlich welche. Da sind jetzt natürlich auch diese geschätzten Werte drin. Dementsprechend kann das natürlich banken. Michalak, ein Pole. Aber der ist eh relativ alt. Ich hätte gern, wenn ein jüngere. Ja, da sehen wir halt diese geschätzten Werte. 2 bis 5. Wieso wirst du mir angezeigt? Achso. Übereinstimmung 6 von 6. Joseph Lennon Mayer. Ich nehme den halt mal auf. Schauen wir uns die anderen zwei noch an. Kieran Mulcahy. Und Derek Davis. Der sieht körperlich gut aus. Tackling 8 ist okay. Der ist erst 18 Jahre jung. Den müssen wir scouten. Könnte man natürlich ablösefrei bekommen. Dementsprechend wäre ich da jetzt mal nicht abgeneigt. Dann streichen wir die ganzen Attribute raus. So, haben wir es gleich weg. Dann schauen wir, wer noch auf der Leihliste ist. Oder generell vielleicht noch für irgendeine Position. Jack Ryan. Coole Serie übrigens. Habe ich irgendwie ganz gern gesehen. Und sehr viel Klischee, auf das dabei ist, aber der würde gratis kommen. Also was ich echt geil finde, ist, dass man extrem viele Spieler hier komplett gratis leihen kann. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Ich meine, gratis Spieler sollte man generell, glaube ich, einfach nehmen. Wen haben wir gesagt, kann man rechts hinten? Den Jungen, oder? Achso, Morgan und Barber. Notgedrungen. Das heißt, eigentlich sind wir rechts hinten auch nicht so wirklich gut aufgestellt. Würde der kosten? Könnte man den auch gratis nehmen? Nee, da müssten wir das Gehalt zahlen. Das will ich natürlich nicht. Clifton Will, der Casey. Müssen wir auch bestimmt bezahlen, oder? Ja. Rob Savage. Haben wir einen Linksverteidiger von den Sligo Rovers? Hayden. Deckung 4 bis 9. Er kann aber relativ gut dribbeln. Tackling 7, naja. Aber ich würde auch einfach mal schauen, ob der wäre auch kostenlos. Wenn ich jetzt mit ein paar kostenlosen verhandle, habe ich jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn dann vielleicht einer von denen kommt. Den anderen sagen wir dann halt am letzten Transfertag ab. Ich sortiere mal nach Marktwert. Rob Burke von den Bohemians. Rechts außen. Wäre ein ganz guter Flügelspieler. Also generell Ollie Rooney. Scheint mental gut zu sein. Also ganz ehrlich, die sind gratis. Ich nehme die jetzt einfach. Also nehme generell jetzt einfach ein paar gratis Leihspieler dazu, um den Kader zu verstärken und ein paar Alternativen zu haben. Das ist mir jetzt egal. Ich glaube, dass das wirklich nicht so blöd ist, weil die sind echt nicht so schlecht für die Breite des Kaders. Also da kannst du ruhig mal Ausfälle haben, da ist ziemlich egal. Der ist eigentlich irrsinnig mental, irrsinnig weit. Der passt von der Position her vielleicht nicht ganz, aber ich nehme ihn einfach trotzdem. Nennt man das Shopping-Rausch, wenn alles gratis ist? Kein Shopping, oder? Schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, bei Gratis-Spielern mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Vor allem sollte man da echt dankbar sein, weil wir eh nicht viel Geld haben. Vielleicht tut sich im zentralen Mittelfeld ja eh noch abgangsmäßig was, weil das eine Talent uns ja verlassen möchte. Sean Parker, Schlüsselspieler in seinen besten Jahren. Der kann auch super flanken. Er ist jetzt nicht der Schnellste, aber der wäre sensationell. Was würden der verlangen? Ja. Ich würde den halt echt eher am Flügel einsetzen. Können von mir aus die Prämien hochdrehen. Ich kann da leider nicht mehr bezahlen. Startergebühr und Loyalitätsbonus können wir noch ein bisschen raufdrehen. Und Parker würde tatsächlich kommen. Ist ja echt cool, oder? Der bringt wirklich viel Erfahrung aus Deutschland mit. Ich kenne den noch, aber ich weiß nicht mehr woher. Aus welcher Zeit? Ich glaube sogar aus der Mainz-Zeit. Ja, ganz ehrlich, wir haben das Geld noch.
Glaube ich. Und schauen ein bisschen, was müssen wir, glaube ich, vom Transferbudget verschieben. Haben wir jetzt Transferbudget 28, Gehaltsbudget 408, 30.000 rüber, ja, das geht sich aus. Also da hätte ich nichts dagegen. Schauen wir mal. Inlandstransferfenster schließt, das heißt, es gibt anscheinend noch ein zweites Transferfenster. Na, bin ich gespannt. Sorry, ich mich selbst erschrocken. So, die fragen wegen Trevor Molloy an. Ja, den können wir gerne abgeben. Der hat eh keinen Vertrag mehr bei uns. Ist ja wurscht. Dauerkarten. 585 Dauerkarten, das ist ja gar nicht wenig, oder? Deutlicher Rückgang natürlich, ist klar, im Vergleich zur ersten Liga. Ist das ganz logisch, finde ich. So, Buckley geht auf Leihbasis zu den Finn Harms. Wer ist das? Finn Harms, der, ja, der ist schon ganz cool. Also ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass wir den einfach trotzdem auf dem Flügel einsetzen. Er ist gratis. Just do it. Also wirklich Breite des Kaders stärken. Da stecke ich dann lieber die ganzen U18-Spieler, die wir haben, in die Reserve, damit die dort wirklich gut spielen. Also regelmäßig spielen vor allem. Und Sean Parker kommt zu uns. Superstar. Und das ist ein richtig guter Transfer, glaube ich. Der wird uns hoffentlich bis zum Ende des Jahres gut weiterhelfen. Länger haben wir ihn eh nicht verpflichtet. Genau. Er bleibt so lange wie wir mal bisher. Im Idealfall steigen wir dann auf und schauen dann wieder weiter oder suchen. Wir können es auch so machen, das wird unsere Taktik, voll sneaky. Wir werden so wie wir es in Nordirland gemacht haben, einfach zu einem Erstliga-Club wechseln. Dass wir ohne die Mannschaft einfach aufsteigen. Das habe ich auch bei meinem privaten Safe, beim Multiplayer Safe ja mit dem Flo gemacht, wo ich Stuttgart rausgeworfen wurde und dann bin ich einfach zu Köln gewechselt. Und ja, ich bin dann aufgestiegen. Der restliche Club zwar nicht, aber okay. Da können wir es dann auch machen. Also er kriegt 100 Euro pro Tor. Und wir hoffen, dass der echt nicht viel trifft, weil auch die Prämien hier. Also wenn der 15 Saisontore gemacht hat, setze ich ihn einfach auf die Tribüne. Nein, aber wir haben, glaube ich, eh nur 27 Spiele. Das heißt, die Saison wird relativ kurz. Also ich glaube, das ist wirklich die perfekte Station jetzt für uns. Dean Walsh stellt ihn heute vor. Und dann können wir ihn eigentlich gleich auf rechts außen bringen. Geil, wenn er es eh verletzt. Wie lange haben wir gesagt? 2 Wochen circa. Ja, und dann hätten wir noch den O'Donnell. Der wäre halt ein wirklich gutes Talent. Da müssen wir schauen, ob wir den vielleicht noch verleihen können. Haben wir hier noch? Patrick O'Donnell. Die übernehmen das Gehalt komplett. Und er wäre Superstar bis zum Ende der Saison. Das nehmen wir gerne an. Weil dann ist der verliehen und dann haben wir eigentlich 4 sehr gute, ein junges Talent und 4 sehr gute auf den offensiven Flügeln. Der hat uns jetzt verlassen. So. Scouting. Ich muss sagen, da sind wir jetzt eigentlich ziemlich fertig. Also ich werde einfach schauen, dass wir jetzt unsere Außenverteidiger noch bekommen. Oder generell die restlichen Leihspieler, da haben wir den schon. Der hat einen miserablen Antritt. 5. Aber er kostet nichts. Schauen wir mal. Die wollen Ari Rooney ausleihen. Haben wir da schon irgendwas abgegeben? Nein, oder? Ich glaube, da mussten wir... Oder da haben wir sicher, da haben wir auch schon ein Angebot abgegeben. Schauen wir mal. Sehr unzufrieden mit dem Leihgeschäft, hat aber 2,5 Sterne und ist kostenlos. Also, liebe Fans, ihr habt ja keine Ahnung. Wird sich noch was tun? Das ist die Frage. So, Leihangebote, das ist sehr gut. Leihangebot für Stephen Kelly.
Perfekt. 150 im Monat, der Rest ist mir eigentlich Schnuppe. Für McCauley, Gareth McCauley. Den würde ich sehr, sehr gerne verleihen. Kann von mir so auch fix wechseln. Oisin Patterson, der kann eigentlich auch nicht viel. Der summiert sich auch hier. James Lyons oder James Lyon, wie ihn Freunde nennen. Und Duncan Coleman. Bitte. Echt cool, dass da jetzt so viele Angebote noch reingekommen sind. Und Transfer abgebrochen. Ging sich nicht mehr rechtzeitig aus. Schön. Bleiben Sie halt alle hier. Jetzt ist die Frage, was ist noch erlaubt? Können wir, müssen den Spieler, glaube ich, generell nicht registrieren, oder? Wir haben keinerlei Registrierung hier. Wie sieht's aus? Nur Auslandstransfers bis 3. März, okay. Ja. Gut. Das heißt, wenn wir die Jungen wie einen Boyle, offensiver Mittelfeldspieler, gutes Talent in die zweite stecken. Wie gesagt, am Flügel sind wir jetzt mit O'Donnell, den haben wir jetzt halt auch noch. Dann haben wir den Buckley bekommen. Den finde ich eigentlich echt nicht so schlecht. Ganz cooles Talent. Das heißt, wir können unseren, wo ist er jetzt? Timlin müssen wir mitnehmen. O'Donnell lassen wir dann hier. Buckley. Will ich den mitnehmen? Na, ich glaube nicht. Fitzgerald, McClelland. Haben wir jetzt unseren Linksverteidiger-Ersatz, auch wenn er katastrophal langsam ist. Morgan und Barber. Murnock. Löse ich jetzt den Vertrag auf. Nicht, dass der dann irgendwann noch bei der Reserve spielt oder so. Und dann habe ich das Problem, dass ich dem pro Einsatz noch was zahle. Ich weiß nicht, ob ich bei der Transfer, bei der Reserve nämlich auch was zahle. Bayern. Und Kelly. Dann würde ich sagen, lass mal beide Innenverteidiger oben. Ich meine, McClelland könnte auch innen spielen. Da wäre ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Sprunghöhe 14. Ja, lassen wir es trotzdem mal so. Schadet eh nicht. Okay, dann würde ich sagen, Transferphase abgeschlossen, erstes Saisonspiel abgeschlossen, durchaus erfolgreicher Part. Ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Im nächsten Part machen wir dann zwei Spiele zumindest mal und schauen, dass wir vorankommen. Und dann bin ich gespannt, wo wir in der Liga wirklich stehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.